Achtung, Achtung, wir sind auf Sendung, wir sind auf Sendung. Kommt der Kundschaft zu mir, hier ist GBTV. Mit einem schönen neuen Auto und mit diesem Wahnsinnsgerät da drin aus dem Jahre 1956 will es servicieren lassen. Ich bin ganz baff, ich glaube, es ist nagelneu. Irre, es ist benannt wie neu. Schaut euch das schöne Gerät an. Das ist ein magisches Auge, wo ist es? Für dich jetzt nicht? Der Plattenspieler? Natürlich mit J-Lax. Ein Tonbandgerät in Mono. Und der Clou für die J-Lax-Schallplatten? Der Datenspeicher. Das da ist ein Violinschlüssel. Und das der Bassschlüssel. Ah, magisches Auge gefunden. Da ist. Benannt wie neu. Eingrundig. Mit Lautsprecher. Sagt so wohl, ist das schon Stereo? Schaut mal den riesen Lautsprecher an da drin. Wow! Das war's wieder mal. Bin ganz baff. Ja, nach dem Zerlegen des Plattenspieler Tellers habe ich das Problem gleich mal lokalisiert. Da ist der Antrieb, da sind zwei Gummiriemen und die sind altersbedingt einfach spröde, ausgelutscht, das sind sie. Motor dreht noch, wenn ich jetzt starten tue, sieht man es aber nicht, das ist dreht, glaube ich. Nö, ich höre es aber. Ist dreht, der da, das ist der Antriebsmotor, die mittlere Welle. So, mal schauen, vielleicht kriegen wir wieder zum Laufen, das alte Ding. Dann lassen wir Schellack schränzen. Vollgas! Wir machen Party im Regens! So, liebe Freunde von GBTV, na, ein bisschen schmieren und tralala und ein Kibutzer und schmieren und schmieren und reparieren und da der erste Testlauf mit einer Schellack! Sounds aus den 50ern! Wow! Erster Testlauf! Wahrscheinlich nach 50 Jahren! Well, stop, great God, stop killing this, and my God walked down by the briny sea. Beheld the evil of the sinful man, declared that he would destroy the land. Das ist noch kaputt. Noah, stop, he said, Noah, I want to build an ark. Liebe Freunde hier im Facebook, hier seht ihr die Playlist der 50er Jahre. Achtung, backer, backer, backer. Und. Kein Schub, du. Halt auf. So, jetzt. Funktioniert voll. Hast du nicht ganz erwischt? Cool. So war die Playlist früher in den 50er Jahren. Da ein paar 10 Singles raufgeben. Die Dinger da. Da geht's. Auch das Schallplattenfach ist beleuchtet. Mit 90 Schellax kann man reingeben oder LPs, glaube ich. Kundschaft Jojo? Ja. Ja, das Obi? Was sagst du der Technologie da? Ja, hammergeil. Hammergeil, gell? Schlässig. Ja, da gibt's überhaupt. Ja, das ist wie ein Museum bei mir. Absolut. Da haben wir die neueste LED-Technik. Und da? Wahnsinn, ha? Ja. Ist cool. Eieieiei. Freunde des GBTV, schaut euch diesen lässigen, geilen Lautsprecher an. Cool, da steht Grundig drauf. Wahnsinn. EL84, ganz berühmt, das ist die Endstufe-Röhre. Cool, ein bisschen Staub. Aha, da hinten ist ein Lampal, das ist kaputt, das weiß ich, das brennt nicht mehr. Aha, da ist eine zweite Lampal, das ist voller Staub, das brennt auch nicht mehr.
Da wird es tauschen und die Röhre schon der Ozeanfrisch aus. Also, die Nadelschloss und Kleber gewesen. Passt schon. Da ist der zweite Lautsprecher gefunden. In Gold, in Gold. Wow. Schatzgräber. Mann, ist das cool. Grundig. Lässig. Das ist der stolze Besitzer. Die Goldbox, die Goldbox mit goldigen Lautsprecher, das gibt's, das wäre so etwas wie heute für die Discbands, Quatsch, für die Handys, tralala, goldige Lautsprecher, auf die Idee wird's nicht mehr kommen. Geil. Liebe Freunde, nagelneue Lampeline da. Jetzt sieht man vorne die Skala. Geil, es rauscht schon im Walde. Sehr schön. Ausgeblasen mit dem Kompressor. Wieder diese Gold Lautsprecher. Cool. Die Röhre scheint fertig zu sein. Egal, funktioniert ja noch. Riesenteil. Das ist einfach so ein warmer, angenehmer Sound, das kriegst du halt gerne mehr. Das ist einfach verrückt. Das ist ein Gerät. Hast du Freude? Ja, sehr. Liebe Freunde, ich muss euch da was zeigen. Schaut mal dieses bauermagische Auge an. Wenn ich das verdrehe, sieht man es vielleicht? Wenn ich das Ende verdrehe, nein, sieht man nicht. Ich glaube, ich muss den Blitz ausschalten. Probier's nochmal. Warte mal. Liebe Freunde, das ist das magische Auge. Also wenn ich einen Sender reingib, so cool und mit einem magischen... Schau, seht ihr es? Cool! Next. Oh, der saugt! Der saugt! Was ist gut? Wow! Wow! Da kommt die Playlist rein. Wahnsinn! Plattenspieler nochmal. Der Sender ist verschwunden schon. Tut man nachregeln? Geil. So, jetzt finde ich keinen mehr. Jeder der Landstreitenfantasien sind fehl am Platz. 2013 gab es die Sprachverständlichkeit. Ja. Das Mal verstaubt man den Moderatoren. Es gibt keinen Campingplatz. Es gibt Campingplätze. Weh, die fangen das mit der Radio an, mit dem digitalen Scheiß. Was ist das da? Das ist eine Ferritantenne. Achso, das kennt ihr nicht. Moment, das zeige ich euch gleich. Warte, ich muss da wieder ein Sender hin drüllen. 17,50 pro Tag. So, das ist eine Ferritantenne. Das heißt, dahinter im Gerät ist eine Antenne. Seht ihr es? Die kann ich verstellen. Cool. Und hinten, Ferrit ist Eisen. Das ist ein Eisenkern. Wo sieht man es? Da. Wer drüllert schnell? Drüller mal, dann sieht man es gleich. Ja? Sieht es? Ja, es dreht sich. Ja, cool. Ganz, ganz wichtig. So kriegt er jeden Sender. Auch Radio Luxemburg auf Mittelwelle. Außerhalb von registrierten Bauer. Das ist die Gott Bauer. Dreiermal? Achso, du siehst es gerne. Schau mal, am Bildschirm siehst du es besser. Dreiermal? Er dreht an der Lautstärke. Er ist der Technik nicht mächtig. Ferritantenne. Achso, das da? Ja. Ah, ja, das da. Ja, genau. Schau, guck. Ah, ja. Geil, hä? Ja, genau. Und das da, der Herbert, das da, was da, das ist das magische Auge. Das ist jetzt ganz gut. Ah, okay. Ja. Jetzt haben wir es entstaubt, darum sieht man es so wieder. Jetzt haben wir noch das entdeckt, das ist da hinten drin gelegen. Keine Ahnung, wo das hingehört, das muss irgendwas vom Plattenspieler sein. Wahrscheinlich wächst der Plattenwechslerei. Das könnte. Keine Ahnung. Das könnte vielleicht das Ding aus. Ja, das muss da irgendwie. Ja. Na, umgekehrt. Das kann ja so nicht sein. Nein. Oder so? Ja, irgendwie. Nein, so nicht. Moment. Nein, die Platte muss oben sein. Warte mal. Jetzt. Das ist so geil, dass das eine selbsterklärende Technik ist. Also das funktioniert jetzt so. Das habe ich auch nicht gewusst. Das kann nur so. Da ist ein Nut drin. Da ist eine Führung drin.
da kommen die Singles rauf, ja. Und die sind ja vorhin so schräg gestanden. Das, ja. Kann, das stimmt ja nicht ganz. Keine Ahnung, mache das ohne Versprechen. Okay. Oder nicht jeden Tag. Und dann guck das, du tust die 10 Singles rauf und das drauf, so bleibt die Platten waagrecht. So? Ja. Und der Mechanismus funktioniert dann noch einwandfrei. So funktioniert das. Super, gebe für die. Danke für die Erklärung. Ja, das hast du kann nur so funktionieren. Und der Gummiring ist zum Schutz der Schallplatte, dass es nicht verkriegt. So, cool. Ja. Also, das Problem ist jetzt so. Das Problem ist jetzt so. Ich muss jetzt Reparaturkosten kassieren, aber ich habe es schon so gemacht. Ich hätte gerne 250 Euro zahlen. Ich muss nichts zahlen. Danke fürs Zustellen. Das Ding hat so einen Hammer-Sound. Okay. Machen wir das Geschäft. Käppchen. Das tust du deiner Kinder, deiner Enkelkinder durch das vererben, gell? Das sagst du. Ich stehe auch so zu. Wehe, du stehst am Bauhof. Du. Wehe, wehe. So, das Gerät ist dann zu bewundern im Hartbein. Wie heißt dein Geschäft? Sag, wie heißt das Geschäft? Özge. In Hart. Ja. Da gibt es was zu essen. Kebab und so, oder? Alles. Lecker. Ich habe so auch so ein schönes Radio haben wir so ein Geschenk bekommen von Gerhard. Von ein Röhrenradio habe ich immer mal geschenkt. Ich liebe die braunen Röhren, die mit Inhalt. Ja, jede 5 Jahre, ja. Das Gerhard immer noch. Also, super.